in einem Volk von 4,5 Millionen Menschen wird bis 1 Billion, in der Spitze bis 1 Billion, jeder Unternehmer, das wird er mit seinem Metro doch nicht so machen, dass er so eine Summe hat auf so eine Käuferschaft. Sie haben 4,5 Millionen Menschen, die da leben und gehen in der Spitze bis 1 Billion. Die Leute sollen jetzt zur Kasse gebeten werden. Und zwar nicht, indem wir jetzt noch einen Bankenschirm machen und Kredite geben, die wieder über die Banken laufen. Die EZB gibt die Kredite für 1-3%. Die schlagen nochmal 6, 7, 8, 10% drauf, die Banken. Nein, direkte Kredite von der EZB, Eurobonds bei 3 oder 3,5%. Das ist die einzige Variante, wie man hier retten kann, ohne dass wieder am Ende die Steuerzahler zur Kasse kommen. Ich möchte noch mal eine zusätzliche Frage an Herrn Müller stellen, weil auf der anderen Seite ja der Sparkurs steht, den verlangt die EU und alle, die retten von den Ländern, die unter den Schirm gehen, sei es jetzt Griechenland, von den Irland, von den Iren wird das auch verlangt. Sind Sie denn der Überzeugung, dass das gut ist, ein Land auf diese Art und Weise zu sanieren? Ich finde, das ist eine Katastrophe, was wir da machen. Dass wir füreinander einstehen, ist unabdingbar. Wir sind eine Europäische Union, als die sollten wir uns stärken. Wir sollten ohnehin, eine Währungsunion ohne politische Union kann nicht funktionieren. Das wissen wir seit Anbeginn der Geschichte. Mhm. Wir hätten schon längst die politische Union nachreichen müssen, war aber nicht durchsetzbar. Egal, weil dann wir sonst haben nicht passiert wäre, dass zum Beispiel die Iren deutsches Steuergeld mit anderen Zinssätzen und anderen Steuersätzen politische Union bedeutet, dass wir zumindest locken. Mal die gleichen Steuersätze haben, ja. Die gleiche Altersregelung und so weiter. Dann wäre Irland gar nicht so reich geworden auf der einen Seite. Weiß man nicht, wir haben jetzt ein Riesenproblem. Dass wir füreinander einstehen, ist das eine. Ja? Aber diese Sparpakete, die wir jetzt aufdrücken, die sind die Katastrophe. Herr Brüderle, wir haben auch aus der Regierung die letzten 3 Jahre den Leuten gesagt in Deutschland, es wäre, Zitat, die Katastrophe, wenn wir in diese Krise hineinsparen würden. Wir müssen Konjunkturpakete auflegen, wir müssen Schulden machen, wir müssen Abwrackprämie erzielen und so weiter. Wir wussten, dass es zur Katastrophe führt, wenn wir es nicht tun. Die Griechen, die Iren, die Portugiesen, die Spanier zwingen wir mit Hilfe des IWF exakt das zu tun, in die Krise hineinzuspannen. Wir wissen seit 1930, 32 unter Reichskanzler Brüning, dass es eine Katastrophe ist. Er hat es probiert, er hat damals große Sparpakete in der Krise hervorgerufen, um den Finanzmärkten die Stabilität Deutschlands zu gewährleisten. Das hat zur Katastrophe geführt. Ganz kurz noch bitte zu Ende führen. Was richtig gewesen wäre, wir müssen die Probleme Irlands und der anderen Staaten angehen. Wir hätten sagen müssen, wir stehen für euch ein. Einer für alle, alle für einen. Aber wir bauen euren Laden um. Ihr gebt eure Kompetenz weitestgehend an Brüssel ab. Wir bauen euren Laden aber so um, dass die Bevölkerung und die Wirtschaft mitkommen über die nächsten 10, 15 Jahre. Da hätten die Finanzmärkte mitleben können, da hätten die Iren, die Bürger mitleben können. So, wir haben die Revolution auf den griechischen Straßen, die haben jetzt mittlerweile den 6. Generalstreik in Folge durchgezogen. Da geht es rund zur Sache, auch wenn es nicht mehr auf den Titelseiten der Zeitung scheint. Herr Müller, ich verstehe Sie nicht. Wir haben in Griechenland, das ist vielleicht das einfache Beispiel, ganz offensichtlich das Problem, dass in Griechenland eine Verschuldung angehäuft worden ist, die zu hoch ist. Deswegen ist die Krise dort eingetreten, die Finanzkrise. Jetzt, wenn ich eine zu hohe Verschuldung habe, wie zu Hause, dann muss ich mein Portemonnaie mein Gürtel enger schnallen. Damit ich habe von zu Hause geredet. Dann, wenn ich zu hohe Schulden habe, schnalle ich meinen Gürtel enger, um weniger auszugeben, um meine Schulden zurückzahlen zu können. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, dass ein Land, das zu hohe Schulden hat, sich zusätzlich verschulden soll, um die Konjunktur anzukurbeln. Genau das haben wir doch gemacht, Herr Kortes. Genau das haben wir den 3 Jahren erzählt. Dass Sie das jetzt machen sollen, dann ist da schlicht und ergreifend den Teufel mit Beelzebub ausgetrieben. Herr Brüderle, einer für alle, alle für einen, heißt denn das am Ende auch, wir werden einstehen für Portugal, wo alle noch sagen, das kriegt man noch irgendwie ganz gut verschmerzt. Wenn wir einstellen für Spanien, für Italien, alles, das sind Länder, die genannt werden in der Folge. Wir haben ja ganz bewusst was anderes vereinbart. In der Tat, er hat recht. Es war früher auch das Jugendthema, dass man sagt, es gibt erst eine Währungsunion, wir eine politische Union haben. Das hat Helmut Kohl lange Zeit vertreten. Später wurde es geändert. Wir haben den Euro geschaffen mit einem Teil flankierenden Stabilitäts- und Wachstumspaktkriterien, die Deutschland als erste mit Frankreich gerissen hat und nicht erfüllt hat. Muss man das sagen, nur zur Fairness hin. Zweite ist, es geht nicht darum, das kennen Sie, wenn der Kneipe einer nur Schnaps trinkt, der andere nebendran nur bezahlt, geht es nicht gut. Wir haben keine Transferunion vereinbart, in dem einer alles macht, die anderen alles bezahlen. Griechenland zum Beispiel hatte mit Anfang 50 ihr Pensionsalter. Ich kann dem deutschen Steuerzahler nicht erklären, dass sie ein anderer hat, dafür arbeiten, damit man in Griechenland vom Geld des deutschen Steuerzahlers 50 Jahre früher sich in die Sonne legt. Ich formuliere es mal ganz hart. Die haben das geändert. Das muss geändert werden. Deshalb müssen sie 2 Dinge machen. Ja. Keynes ist ja nur in speziellen Konstellationen richtig. Und die Theorie, wie Bernanke, man nennt ihn Helikopter-Ben, der es erklärt hat, man muss dann nur mit Hubschrauber Geld über die Landschaft runterschmeißen, dann geht's voran.
belegen gerade Amerika, das nicht funktioniert. Griechenland ist deshalb damit nicht geholfen, weil sie gar nicht von den Angebotskapazitäten, wenn da Nachfrage reinschütten, Liquidität, dies möglich macht. Sie müssen erst ja die Wettbewerbsfähigkeit, die Angebotsstruktur schaffen. Das ist immer eine Mischung zwischen beiden, auch in Irland. Aber in Irland müssen sie einen Weg zur Anpassung geben. Was die Solidarität ist, dass wir zeitlich befristet eine Hilfestellung geben. Deshalb gibt es einen Rettungsfonds. Es muss ein neuer Mechanismus mit Beteiligung der Banken, mit dem sogenannten Haircut entwickelt werden, aber zeitlich befristet. Es geht nicht an, dass einer alles bezahlt und die anderen alles machen können. In dem Club muss man auch als Mitglied Irland die Spielregel einhalten. Vollkommen die haben sie nicht eingehalten. Und das heißt aber, dann müssen Sie doch darauf drängen, dass die dann zum Beispiel ihre Steuersätze hochsetzen, damit wir dann am Ende auf dem... Das wir ist müssen, toll. Deshalb ein FDP-Minister sagt, es geht um faire Wettbewerbsbedingungen. Verstehen Sie, wir dürfen nicht partiell machen. Ja. Ich plädiere seit langem dafür, und Gott sei Dank auch die Van Rompuy-Kommission hat es aufgegriffen, auch Kollege Schäuble teilt das, dass wir nicht nur quasi das Finanzmanagement, ECOFIN, das sind die Finanzminister machen, sondern ECOCOM, auch die Minister, die für Wettbewerbsfähigkeit da sind, ein Monitoring, Überprüfung der Wettbewerbsstrukturen machen, Monti-Berichten, andere sind dort hilfreich. Wir müssen die Strukturen ändern. Also Steuern rauf in Irland, damit wir eine Vergleichbarkeit haben, damit das deutsche Kapital, die deutschen Unternehmen sich nicht dorthin bewegen und da eine Blase dann am Ende unterstützen, die uns auf die Füße fällt. Ist nicht beschlossen, dass wir Milliarden nach Irland gegeben haben. Ist nicht beschlossen, sagt er nur, aber ist nicht beschlossen. Aber er will es auch. Er will es, aber wo steht es denn? Ja, wo steht es, dass wir die Steuer dampfen? Fang doch erst an. Na, aber im Grunde ist es doch ganz einfach. Mein Vorschlag ist, dass man auch bei der Besteuerung eine gewisse Ähnlichkeit hat zu den anderen Ländern. Wir können nicht Milliarden Transfer nach Irland geben. Sie denn mit 10% finale Besteuerung die Unternehmen anwerben. Ich gebe Ihnen noch mal kurz das Beispiel, Herr Brüderle. Also die Körperschaftssteuer in Deutschland ist, habe ich vorher noch mal gelesen, 25% und in Irland ist sie 12,5. Das ist natürlich die Leimroute, auf der man Unternehmen ins Land holt. Und wenn jetzt Herr Brüderle und Frau Merkel oder wir, der Staat, also wenn wir den Iren helfen, gehe ich mal davon aus, dass diese Position kann man auch als Liberaler vertreten, dass in irgendeiner Form die Steuersätze angeglichen werden müssen, damit wir das nicht finanzieren und die haben weiter eine Körperschaftsteuer von 12,5. Seit Vertrag von Lissabon. Bitte? Weiß ich. Das ist ja dann seine Geschicklichkeit, das zu verhandeln. Ja, das ist, geht gar nicht am Vertrag vorbei. Das ist eine reine Ankündigung. Eine ich wäre froh, er hätte recht. Und können in diesem Punkt haben wir eine Meinung, dass wir das Steuerdumping... Darf ich noch mal eine Frage stellen? Wenn wir jetzt, wenn der Minister Brüderle zum Beispiel den Iren sagt, pass mal auf, die Kohle fließt nur dann, wenn ihr... Moment, da brauche ich auch kein Gesetz, gar nichts. Wenn die dann sagen, okay, wir wollen die Kohle, dann müssen wir die Körperschaftsteuersätze anheben. So kann man das doch verhandeln. Was spricht denn dagegen? Da haben sich Finanzhaie angesiedelt, gegen die der Minister Brüderle sehr schwach aussieht. Jetzt, Herr Müller, was ist die Konsequenz? Mich interessiert vor allem... Wenn wir die Körperschaftssteuer anheben, wenn die Iren die Zinssätze anheben, können wir verstehen, macht Sinn, die Argumentation sticht. Aber was ist die Konsequenz? Das ist ihr einziger Vorteil, den sie momentan haben. Das heißt, die Unternehmen werden dort wieder abziehen. Dann bricht die irische Wirtschaft erst recht ein. Das heißt, auch die Griechen, die Wirtschaft bricht richtig weg. Die kommen in eine richtig schwere Depression. Dadurch sind natürlich die Steuereinnahmen noch mal niedriger und sie können die Zusagen, ihr Defizit zu verringern, überhaupt nicht einhalten. Und die Konsequenz ist, dass der IWF als erstes sagen wird, Bedingungen sind nicht eingehalten, wir ziehen unser Geld raus. Und deshalb meine Frage an Sie, Herr Brüderle, die habe ich schon seit langem auf der Zunge und ich freue mich, dass ich die heute mal Ihnen stellen darf. Na? Warum haben wir den IWF mit ins Boot geholt? Griechenland hat die Dimension des Landes Hessen. 300 Milliarden Gesamtverschuldung machen die Amerikaner in 3 Monaten. Warum kriegen wir das nicht alleine hin? Warum holen wir den IWF, den verlängerten Arm der USA, mit nach Europa, die noch nie ein Interesse an einem starken Europa und einem starken Euro hatten? Und der IWF zwingt diese Sparpakete und diese Sparpakete führen am Ende aus meiner Sicht zum Platzen des Sparpaketes und der Europäischen Union. Gibt es eine einfache Antwort. Erstmal der Chef des IWF ist ein Franzose, Strauss-Kahn. Und zweitens, der IWF ist der Einzige, der derzeit die Expertise hat, weil die das weltweit machen. Ja, solche Sanierungskonzepte. Wir haben die noch. Wo haben wir sie? Nein, die EZB hat es nicht, war bisher nicht ihre Aufgabe. Die Europäische Kommission hat keine Erfahrung mit Sanierung von Staaten. Dilettantismus, den höre ich eigentlich. Entschuldigung, da braucht man schon ein paar Leute. Der IWF betreibt das weltweit, dass er Staaten, ob Argentinien, der andere... Der hat auch, nein, der hat in Brasilien das exzellent gemacht. Warum haben Sie mal die Argentinien jetzt? Ich bin überrascht über die... Die verhandeln nur weiter, weil sie gesagt haben, wir verhandeln nur, wenn der IWF raus ist. Argentinien hat die Regeln nicht eingehalten. Nehmen Sie Lula, nehmen Sie Brasilien. Übrigens damals der Chef Köhler, der das gemacht hat. Die haben 35 Milliarden vom IWF gekriegt. Das Land brummt. Deutschland ist unser... Argentinien hält die Vereinbarung nicht.
Deutschland ist unser Thema heute. Ich bin überrascht über die Einigkeit zwischen dem Börsenmann und dem ganz Linken. Das ist doch in dieser Frage jedenfalls ein Outcome. Ich bin auch noch mal überrascht, ob Sie beide sagen würden, der Minister Brüderle, der jetzt sehr viele tolle Zahlen verkünden konnte in den letzten Monaten, wird das in den nächsten ebenso tun oder wird diese Krise auf den Aufschwung, über den wir uns freuen, in Deutschland zurückschlagen? Frau Maischberger, für mich sind das überhaupt keine tollen Zahlen. Wir hatten in Deutschland erst einmal den tiefsten Wirtschaftseinbruch mit 4,7. Ja. Andere waren wesentlich besser. Jetzt haben wir etwas Aufschwung. Wir werden in 10 Jahren ein Wachstum von 1% haben. Der Euro-Schnitt liegt bei 1,6. Also keine besonders guten Zahlen. Der Aufschwung kommt mitnichten bei Rentnerinnen und Rentnern, bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, bei Löhnen an. Das Problem ist, wir produzieren immer schneller in Deutschland, weil wir technisch ganz vorne sind. Stimmt. Wir senken die Löhne, das heißt, die Löhne stagnieren. Die Kapitaleinkünfte schießen nach oben und dann wundern wir uns, wenn Griechenland nicht mehr die Löhne, also nicht mehr unsere Produkte abkauft. Wer soll denn die Produkte kaufen? Das Problem ist, wenn ich ein Hochlohnland wie Deutschland runterfahre zu einem Billiglohnland, dann kauft auch keiner mehr die Produkte. Sollen die Bulgaren die Produkte kaufen? Sollen die Portugiesen die Produkte kaufen? Sollen die Griechen die Produkte kaufen? Wir produzieren immer schneller, wenn wir die Löhne in Deutschland nicht hochfahren. Dann werden wir diese Wirtschaftskrise. Das ist Unsinn und Dreck. Wirtschaftskrise, jetzt müssen Sie mich einmal ausreden lassen. Ja, das ist das Problem, selbst von einem Konzernchef, dass er mal einen Linken ausreden lässt. Bitte schön. Dass er mal ausreden lässt. Aber das will ich jetzt auch noch zu Ausdruck. Dadurch wird es jedenfalls insofern richtig. Ohne die Stützung der Binnenkaufkraft, übrigens gibt es da so einen partiellen Hinweis sogar von dem Minister Brüderle, ohne die Stärkung der Binnenkaufkraft, der Löhne und derer, die bei uns die Produkte kaufen, werden wir die Krise nicht lösen. Blanker Unsinn kam von Herrn Brüderle und von Herrn Kordes. Wir haben genau den Mechanismus, wie er klassisch ist. Ja? 2/3 der Antriebskräfte der Konjunktur sind inzwischen Binnenmarkt. Wir haben steigende Reallöhne zum ersten Mal seit Jahren. Diesem Jahr steigen die Reallöhne um 2,7%. Im nächsten Jahr wird 90% Sachverständigenrat. 90%, das ist bei Ihnen, weil Sie nicht die Zahlen kennen. 90% der Antriebskräfte des nächsten Jahres kommen von Binnenmarkt. Klassisches Umswitchen auf einen Binnenmarkt getriebenen Aufschwung. Und wir haben einen wunderbaren Wirtschaftskrieg. Halt das ruhig mal zu. Jetzt müssen wir, Frau Neumann, Sie müssen gestatten, dass Sie erst einmal sich anhören müssen oder wollen, Frau Neumann denn diejenige ist, erst er, dann Herr Brüderle, dann Frau Neumann, weil ich nehme an, dass sie das möglicherweise ergänzen kann, nämlich mit der Erfahrung, ob tatsächlich der Aufschwung bei ihr angekommen ist. Also bei mir im Briefkasten befindet sich der Aufschwung in einem Abschwung. So, wenn ich so die letzten 4 Wochen sehe, ich habe einen Stundenlohn von 8,40 Euro, meine Kollegin im Osten von 7 Euro. Das ist der Mindestlohn auch in der Branche. So, der Arbeitgeberanteil ist jetzt eingefroren, alles Krankenkasse und so weiter, fahren wir jetzt alleine das Risiko. So, mein Stromanbieter hat mir dann schon die nächste Rechnung präsentiert, die dann auch wieder höher wird. Ökostrom. So, und wenn ich dann so in den Zeitungen lese, der Aufschwung kommt, ne, finde ich ganz toll. Aber ich sehe ihn nicht. Und dann war doch irgendwie mal so ein Versprechen, mehr Netto vom Brutto. Da kann ich auch nichts dran feststellen. Lohnerhöhungen in Aussicht? Sie haben letztes Jahr Jahr einen Arbeitskampf gehabt. Wir haben für unsere Verhältnisse eine gute Lohnerhöhung kämpferisch durchgesetzt. Das waren Hut ab vor der Gebäudereinigung. Die haben es geschafft. Wir sind im Osten über 6% an Lohnerhöhung. Wir haben im Westen über 4%. Aber die Arbeitgeber waren bei uns nicht in der Wirtschaftskrise, wie es so vermittelt worden ist. Nur 4%, was heißt denn das in Euro umgerechnet? Wie viel war das dann? Wollen Sie das wirklich hören? 4% ja, unbedingt. Von 8 Euro. Also in diesem Jahr hatten wir 24 Cent mehr. Das war unsere Wahnsinnslohnerhöhung. Ja, muss man noch mal hören. Und im Osten auch. Und dieses Jahr habe ich dann noch mal 15 Cent drauf. Ha? So, aber wenn ich jetzt rechne, was an Umlagen ich wieder mitfinanzieren muss, was alles teurer wird, da kommt bei mir nicht der Aufschwung, sondern im Gegenteil, der absolute Anschwung an. Ne? So, jetzt Herr Kordes, weil in der Tat auch heute ein Thema war beim Arbeitgebertag, die Höhe der Löhne, das, was er dem jetzt gesagt hat, genau. Das, was Herr Müller sagt, das ist die falsche Zahl, die Herr Brüderle hat, es gibt keine höheren Löhne und da gibt es keine Veränderung. Nein, die Binnennachfrage ist nicht der Motor der Konjunktur. Gut, das sind jetzt drei Themen auf einmal. Ich meine, Inflation in unserem Land, Frau Neumann, gibt es nicht. Das wissen wir alle. Ja? Es gibt aber keine. In meinem Portemonnaie. Das ist der Ökostrom. Nein, dass der Strom teurer wird, weil 1/3 des Strompreises über Subventionen von Ökostrom kommt. Ja, jetzt wollte ich
Ich habe ein Taschentuch dabei. Gut. Herr Lindner, ich will Ihnen nur mal eins sagen, wenn Sie hier sagen,